Also ich denke, dass gerade die Zukunft der Entwicklungspolitik sich durch die Finanz- und Wirtschaftskrise deutlich zeigt. Aus meiner Sicht ist insbesondere die Frage der Entschuldung armer Länder eine wichtige Voraussetzung, die Finanz- und Wirtschaftskrise zu bewältigen. Auf der anderen Seite müssen wir unmittelbare Hilfe leisten in Entwicklungsländern, insbesondere in Afrika. Und ich glaube, dass dies einer der Schwerpunkte auch der Außenpolitik in der Zukunft werden wird.